herzlich willkommen zum nächsten Unboxing der Loot Chest Februar 2018. Ja, ich habe mich wie immer mal bei jedem Unboxing erstmal auf die Suche nach dem Lootbook gemacht. Und nach wie vor schmeißt das Team von Loot Chest dieses schöne Heftchen ganz nach unten in die Box. Das Problem ist, wie gesagt, ich möchte jedes Mal gucken, was der Plusartikel ist, bevor ich auspacke, weil den Plusartikel präsentiere ich euch ja halt als letztes. Und macht sich etwas schwierig, wenn ich dann dieses Heft in der Box suchen muss. Und ja, und hab dann alles andere nebenbei noch in der Hand oder muss mich da drunter durchwühlen von der Seite her. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Naja. Jetzt muss ich leider sagen, ich habe mich schon zur Hälfte gespoilert. Zwei der Artikel habe ich jetzt nun schon gesehen. Naja. Was soll's. Gut, dieses Mal haben wir ein paar Kratzer vorne auf dem Heft drauf. Und hinten haben wir jetzt mal Werbung für Super Geek. Und hier ist dann der QR-Code. Aber wir fangen wie immer mit den Artikeln an. Und als ganz oben auf liegt dieses Mal das T-Shirt. Und das kommt natürlich als vorletztes vor dem Plusartikel. Ja. Gut, fangen wir erstmal damit an. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob hier irgendwo. Gut. Ja, es ist ein Gutschein für Energy Drinks. Habe ich keine Verwendung für. Energy Drinks funktionieren bei mir nicht. Wenn ich Energy Drinks trinke, werde ich immer so müde. Ja, hört sich blöde an, ist aber so. Ja. Und hier haben wir auch gleich den passenden Energy Drink. Und da das Paket frisch vom Postboten gerade gebracht wurde, ist das hier noch richtig schön eiskalt. Und trotzdem muss ich sagen, Energy Drinks und so weiter funktioniert bei mir nicht. Ist genauso, Cola funktioniert bei mir auch nicht. Ja. Dann haben wir noch was zum Verzehren. Galaxy Pop. Ein roter Alien Lolli. Ja, muss man gucken. Ich habe auch noch das Kaugummi vom letzten Monat hier irgendwo rumfliegen. So, womit machen wir als nächstes weiter? Ich würde sagen, wir machen damit weiter. Wir haben wieder mal einen Doctor Who Artikel. Und ja, in diesem Fall handelt es sich um eine Müsli-Schale. Von außen, ach, hier ist ein Bild. Hier ist das Bild von der Müsli-Schale. Und wir packen das Ganze natürlich aus, wie sich das gehört, wenn ich die Öffnung finde. Hier ist nicht zugeklebt. So, hier haben wir jetzt die Schüssel selber. So, hier steht dann noch. Ist jetzt richtig rum? Ne, natürlich nicht. Wie immer. Ja, ich gucke über das Display von der Kamera. Also vom Handy. Ich filme das dann mit dem Handy. Also es ist ein lizenzierter Artikel. Und ja, es ist halt eine Keramikschüssel. Finde ich toll. Keramikschüsseln kann ich immer gebrauchen. Vor allem sowas ist richtig gut. So, dann haben wir als nächstes einen Artikel zu Assassin's Creed. Und zwar ist das eine Fließdecke.
Ich schätze mal, es ist das Motiv da drauf. Also. Ja. Fließdecken sind immer gut. Jetzt ist immer nur die Frage, wer ist das da drauf? Ich habe ja mehr oder weniger fast alle Assassin's Creed Teile gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oh, ich sehe gerade, es ist sogar hier ein Loot Chest Exclusive. Und es ist eine graue Decke. Es ist eine graue Decke mit halt dem Gesicht, was wir da auch schon gesehen haben, drauf. Mit dem Kapuzenheini. So, aber ist das jetzt irgendwer Spezielles oder überhaupt nur irgendein Assassine? Also die Decke ist 1 Meter mal 1,50 Meter. Ich würde sagen, vom Style der Packung her ist es eher Teil 2. Ich gucke mal ganz kurz ins Lootbook. Nö, es steht wirklich nicht mit bei, aber vom Stil her finde ich, ist es doch ziemlich an Teil 2 dran, ne? Mit Ezio. Also die Aufmachung der Verpackung ist so, das Hauptmenü war eben halt mit diesem Hintergrund und der Schriftart und so weiter. Also ich finde, es ist eher Assassin's Creed 2, was auch mein Lieblingsteil war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ezio, zuerst wollte ich Ezio nicht spielen, weil Italien, was soll in Italien schon Interessantes passiert sein? Aber nachdem man denn die drei Teile mit Ezio gespielt hat, es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar gewesen. So. Dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz auch nochmal reingucken, was jetzt der Plusartikel war. Ich bin komplett vergessen. Okay, das war der Plusartikel. Irgendwo muss hier noch was rumfliegen. Ach, hier. Wir haben hier noch einen Sticker, sage ich jetzt einfach mal, von Rick and Morty. Ja, Vinyl-Stickers. Also, wie gesagt, es ist hier ein Sticker zu Rick and Morty. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, es mir anzugucken. Rick und Morty ist mir zu abgedreht. Wie gesagt, ich gucke viel Blödsinn und wirklich viel Scheiße, aber Rick und Morty ist mir einfach... Nee. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. So, das war jetzt der vorletzte Artikel. Kommen wir jetzt zum vorletzten Artikel. Sagen wir es so rum. Der vorletzte Artikel ist ein T-Shirt. Und das T-Shirt ist ein schwarzes dieses Mal. Und wie immer, Premiumware und 2XL muss hauteng sitzen. So, das ist ein T-Shirt zu Black Panther. Der jetzt auch gerade in den Kinos startet. Und ja, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich weiß mit dem Charakter nicht wirklich was anzufangen. Ich bin zwar ein bisschen bei den Comics und so weiter drin. Ich bin eigentlich ein riesiger Marvel- und DC-Fan. Nicht von allem, aber man kennt die Charaktere. Und wie gesagt, Black Panther sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. So, also wie gesagt, wie immer. Bis hierhin war es jetzt die normale Loot Chest. So, und jetzt kommt der Plusartikel. Und der Plusartikel ist dieses Mal ein
Game of Thrones Artikel. Und zwar From the Sands of Dorne heißt das Buch. Und das ist ein Kochbuch. Ich weiß nicht, wo ich mein Messer gelassen habe. Mein Messer ist weg. Er hat mein Messer geklaut. Das gibt's doch nach da oben. Hier ist mein Messer. Wir packen jetzt das Buch aus. So. So, das Buch ist nicht sonderlich dick. Muss es auch nicht unbedingt sein. Also es ist ziemlich kompakt, will ich jetzt mal sagen. Und ja, es ist... Ja, der Einwand ist, ist Kunststoff. Pappe, Kunststoff beschichtet. Kunststoffbeschichtung macht sich bei Kochbüchern immer sehr gut, weil falls man doch mal was drauf kleckert. So. Die Seiten sind so ein bisschen auf alt getrimmt, was so ein bisschen an Pergament erinnert, aber vom Anfassen her ist es halt normales Papier. So, wie ihr schon an den Reflexionen seht, habe ich natürlich wieder Licht von oben. From the Sands of Dorne. So, und der Schreibstil ist natürlich... Ja. Also erstmal gesagt, es ist auf Deutsch, was ich schon mal sehr gut finde. Der Font, den sie benutzt haben, ist interessant. Lässt sich vielleicht teilweise etwas schwer lesen, vor allem wenn man es eilig hat. Aber darum geht es ja gar nicht. So, und das ist dann eben halt links eine Abbildung. Und rechts ist dann eben halt, was man dazu braucht und Herstellung des Ganzen. Da könnte ich mir so vorstellen, dass es da so ein paar Leute gibt, die dann eben halt wirklich hier nach kochen würden. Ich weiß es nicht, ich werde es sehen, ich werde es meiner Freundin auf jeden Fall hingeben. So, die kann nämlich in der Küche noch was zusammenzaubern. Und ja, dann mal gucken, ob man davon dann irgendwas hier mal kochen kann. Wie gesagt, ich habe es jetzt ein bisschen dicht dran. Wir müssen dann halt mal gucken. Also es ist wirklich toll aufgemacht. Wirklich ein sehr toller Artikel. Wird natürlich der eine oder andere sagen, Gott, was soll ich damit? Aber wie gesagt, ich finde es gut. Also für mich ist es wirklich ein sehr toller Artikel. Und ich sag mal sehen, was meine Freundin dazu sagt, weil ich bin in der Küche, bin ich wirklich miserabel. Ich kann mir Sachen warm machen, ich kann mich noch einigermaßen ernähren. Ja, das stimmt. Aber wenn ich an den Herd gehe, bei mir brennt sogar Wasser an. Also, von daher, ja, man sollte den Leuten die Küche überlassen, die auch wirklich kochen können. Und ja, dann gucken wir doch mal durch. Jede Woche gucken wir noch einmal kurz durchs Lootbook. Weil ich möchte nicht nur die Artikel vorstellen, ich möchte ja auch ganz gerne mit euch hier nochmal durchgucken, dass ihr auch wirklich was davon habt und halt auch komplett mitbekommt, was bekommt man hier alles. Und vor allem stehen ja auch noch ein paar Infos zu den Artikeln im Buch drin. So, ich lese es nicht vor, da haben sich ein paar beschwert. Also lest es einfach selber und wenn es euch zu schnell geht, pausiert einfach das Video. Ich halte es ruhig genug, dass das scharf genug sein müsste. Thank you.
So, und ich muss, wie gesagt, ganz ehrlich sagen, also Energy Drinks, wie gesagt, ist nicht mein Ding. Wie gesagt, ich werde davon nicht wacher, ich werde da müde von und träge. So, und das war's für diesen Monat. Loot-Chest ist fertig. Ja, also ich fand diese Loot-Chest richtig gut. Die Themen haben mir gefallen. Also Game of Thrones ist immer super, egal was es ist. Ja, Doctor Who ist eigentlich auch immer was. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen schade finde, muss da jetzt mal leider spoilern. Also wer das jetzt nicht hören möchte, der soll bitte kurz weghören. Bei Doctor Who ist es ja nur so, eigentlich kann er sich 12-mal regenerieren, wenn er tödlich verletzt wird. Und hat dann ein neues, in Anführungsstrichen, unendliches Leben. So, und die Serie, die neue von 2005, hat ja angefangen mit dem 10. Doktor, da kam der 11., 12. Jetzt haben wir den 13., das war ja der, ach, wie hieß der noch? Alter, der alte... Gott, wie heißt denn der? Ja, der alte graue Mann aus Schottland halt. So, und ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist der Name komplett entfallen. So, und jetzt hat er sich auch nochmal, ist er tödlich verletzt worden und hat sich regeneriert. Und dieses Mal ist der neue Doktor eine Frau. So, finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Aber... der erste Eindruck ist halt immer, ja, weiß ich nicht. Also ich werde mir noch ein paar Folgen angucken. Es ist jetzt die 11. Staffel. Ich werde mir noch ein paar Folgen angucken und mal sehen, wie das denn jetzt wird, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, begeistert war ich jetzt. Der erste Eindruck von ihr ist nicht ganz so dolle. Aber kann ich nicht wirklich viel zu sagen, weil das waren 3 Minuten, die wir sie jetzt gesehen haben bis jetzt. Und man kann nur hoffen, dass sie das irgendwie sich gut überlegt haben. Gut. Ich muss echt gleich nochmal googeln, wie der letzte Doctor Who hieß. Also der alte Mann. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es in die Kommentare, also wie der Schauspieler heißt, der Darsteller. So, ansonsten, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Und hier nochmal eine Werbung in eigener Sache. Ich habe ein Let's Play Skyrim Special Edition gestartet und ich habe da jetzt schon 20 oder so Folgen draußen. Das Spiel ist gemoddet. Mit 128 und mehr Mods. Ich habe die genaue Übersicht verloren. Also 128 sind es auf jeden Fall. Und ja, es ist jede Menge Neues drin. Und es würde mich freuen, wenn wir uns auch dort wiedersehen und ihr mich auf meiner Reise durch Himmelsrand begleitet. Also, bis dann!